habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Mario und ich, wir werden das Ding mal testen. Und zwar ist es hier ein Black & Decker Alligator. Bin mal gespannt, ob das wirklich was taugt und ob man es benutzen kann. Mario kennt sich mit so einem Zeug recht gut aus, weil er hat einen Wald. Die sind viel im Wald, machen viel Holz. Er kann mit Kettensägen umgehen, kann Bäume fällen, kann mit der Seilwinde am Traktor umgehen und so weiter. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Und ich bin auch gespannt, weil ich das Ding noch gar nicht kenne. Machen wir es mal auf. Boah. Bedienungsanleitung als erstes mal auf die Seite legen. Weg. Braucht man nicht. Was nicht selbsterklärend ist, brauchen wir nicht. Ah, zum Kettenspannen. Wenn ich mir allein schon so ein Werkzeug anschaue, das ist aus einem Stück Blech rausgestanzt. Weißt, wenn ich sowas schon sehe, da sehe ich schon, was so ein Werkzeug dann wert ist hier. Vielleicht zur besseren Handhabung, dass man es verbiegen kann, dann kann man besser drehen. Ja. Ja. Das zeigt mir schon so ein bisschen das Billigteil in so einem Produkt hier. Was meinst du? Ja, es ist auch sehr viel Kunststoff. Hier ist Guss. Wenn ich mir eine ordentliche Kettensäge kaufe von Stihl oder was gibt es noch für Marken? Husqvarna. Husqvarna. Und wenn ich mir da das Werkzeug anschaue, das dabei liegt, weißt, das ist ordentlich verarbeitet. Ja. Also es würde schon gehen, aber sowas hier, naja. Machen wir mal auf. Kabelbinder. So. Gewicht, ja, relativ leicht, handlich. Oder? Was meinst du? Handlich? Wie eine einfache Elektrokettensäge. Poh. Das hier sieht mir nach Aludruckguss aus. Genau. Dann messen wir gleich mal, was man reinbringen könnte. Sehr gut. Ja. Ich glaube, laut Handbuch bzw. laut Karton sind es 10 cm. Ja, sowas 10 aber könnte ganz so. Knapp da oben, ja, ja. Ja, weil ich weiß nicht, wie man das am besten einspannt, gell? Dann. Die werden wir nachher dann in einem Live-Test mal ausprobieren. Jawohl. Was ist das hier? Also ich finde es schon leeres relativ Fläschchen? Schwer, muss ich ehrlich sein. Also für das, dass man, also man... Du musst doch überlegen, damit arbeitet man ein paar Stunden, ja, ne, in der Hand. Ja, erstens und das und zweitens, halten. Wenn ich jetzt auf einer Leiter bin oder so und ich tue Übergewicht arbeiten, also das wird, glaube ich, schon sehr anstrengend. Also sehr mit leicht der ist es nicht. Aber auch. Die hast du auch in beiden Händen, musst auch. Also von dem her ist es ähnlich, oder? Die finde ich handlicher. Mhm. Oder vielleicht ist es auch nur Gewöhnung, das kann auch sein. Werden wir dann ja beim, genau, beim sehen, wenn wir es mal ausprobieren. Jawohl. Rein optisch, witziges Ding, finde ich. Also sowas sieht man, hat man bisher noch nie gesehen, ne? Nein, kannte ich noch gar nicht. Schauen wir uns mal die Kette an. Die ist im Moment noch gesperrt, wahrscheinlich. Drück mal hier, also, oder mach du mal, ja? Nee. Ah ja, doch, geht zart, würde ich sagen, bei uns, gell? Schwer, gängig. Ja, eventuell braucht sie Strom. Ah, ja. Schau mal her, ja, okay. Mhm. Kann man auch noch nach oben. Ah, das ist Verkehrung. Natürlich die richtige Schneiderichtung, ja. Das heißt, andersrum geht es gar nicht, okay. Okay. Ja. Allein vom Schutz her würde ich mal sagen, nicht schlecht, weil du kannst hier nicht mehr reingreifen. Du musst es mit zwei Händen bedienen, vermute ich jetzt. Also Anleitung oder probiert haben wir es ja noch nicht. Ja. Also wahrscheinlich, wenn du eine nur drückst, geht es gar nicht. Also musst genau. Beide gleichzeitig das ist drücken. Somit Sicherheit. Kann schon mal ja. Da kann man deine Hand schon mal nicht drin sein. Mario, halt den erstmal. Ja, hier Fläschchen, vermutlich. Leer, mitgeliefert, keine Ahnung. Schauen wir mal, was das Handbuch dazu sagt. Vermutlich fürs Öl, gell? Weil hier ist eine Ölkanne auch drauf. Ja, muss ich das selber kaufen, dann das Öl. Wahrscheinlich Schmieröl für die Kette, gell? So, wofür ist denn das Ding überhaupt gemacht worden? Für den Beschnitt von Baumästen, für das Sägen von herabfallenden Ästen. Oh. Für das Sägen von herabfallenden Ästen, da muss man aber schnell sein. Vorher runtergefallen oder dann? Und für das Sägen kleinerer Stämme mit einem Durchmesser von 25 mm bis 100 mm, also bis 10 cm. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass der Bediener auf dem Boden steht. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen. Was sagt mir das schon? Das ist einfach wie meistens bei Black & Decker was ganz Simples, was man mal für einen Garten benutzen kann. Aber für häufigere Einsätze oder halt für den Profi-Einsatz ist das natürlich nichts. So, mich würde jetzt aber als erstes mal die Sache mit dem Öl interessieren. Entfernen der Sägekette, anbringen Führungsschwert, Kettenspannung, ölen. Bevor das Gerät das erste Mal verwendet wird, muss es mit geeignetem Kettenöl
geölt werden. Dasselbe gilt anschließend nach jeweils 10 Minuten Betrieb. Auch hier, also im Profibereich oder wenn du länger arbeitest, dann ist es ja kaum möglich, ne? Wenn ich alle 10 Minuten Öl nachfüllen muss. Wobei der Profibereich wahrscheinlich auch kein elektrisches Gerät hat mit Kabel dran. Ja. Wenn, ja. Oder zumindest mit Akku dann. Ja, genau. Also Akkuschere oder sonst irgendwas, ja. Öffnen Sie den Deckel für die Ölschmierung und setzen Sie die Tülle der Ölflasche in die Befüllung ein. Drücken Sie dann einmal auf die Flasche, sodass Öl austritt. Also, reicht für circa 10 Minuten. Was? Eine Flasche voll, oder? Nee, eine Füllung hier. Ich weiß nicht, wie viel da reinpasst. Okay. Steht hier nicht. Und Sie sagen auch nicht, was für ein Öl ich kaufen soll. Und Sie sagen auch mir nicht, warum Sie hier ein leeres Fläschchen mitliefern und kein Öl mitliefern. Zumindest mal für den ersten Start. Ich würde sagen, wir nehmen dafür unser Kettenöl oder von der Stiel oder von Husqvarna oder was wir auch immer haben. Das passt halt immer. Ja. Erhältlich ist, ja genau. Hoffen wir, dass wir es gut ausfüllen können bei den Temperaturen. Es wird sehr zähflüssig sein. Das wird zähflüssig sein, das stimmt. Ja. Soll ich das Fläschchen hier voll machen? Ich glaube, das ist ganz gut, weil... Dann kriegen wir das Fläschchen ein bisschen warm. Ja. Ist das hier dafür gedacht oder muss ich da oben... Nein, der ist bloß so ein kleiner Drehverschluss. Ja, so also den kriegst du gar nicht runtergedreht. Der ist bloß der geht nur hoch und runter. Okay. Also das ist jetzt gar nicht so blöd gemacht, den kann man nicht verlieren. Nette Idee, auch wenn das Ganze hier auch wieder so ein billig Plastikscheiß ist, aber immerhin. Dann fülle ich das mal eben auf. Genau. Oder? Tja, was ist denn da los? Hast du dir ein Wasser gemacht? Ja, sehr schön. Trinken gibt es hier mal wieder nichts, kein Kaffee oder so. Aber wir haben warmes Wasser, dass wir das Öl auftauen können. Du wirst lachen, immer wieder schreiben Leute das Video, wenn ich Besuch da ist. Oh, du hast ihm nichts zu trinken hingestellt, oder? Ja, aber das bin ich ja schon gewöhnt hier. Aber da ich ja Dauergast bin, weiß ich auch, wo die Getränke stehen. Ja, so. Der hat Selbstbedienung hier. Ach so, nee, damit geht's nicht. Ne? Man ist relativ flüssig. Geht, ja. Gell? Jetzt habe ich trotzdem mal warmes Wasser fürs Öl, wenigstens geholt. Jetzt kommt's. Gut. Klappt doch, oder? Ja, machen wir gleich mal voll, dann haben wir einen Vorrat. Ich weiß ja nicht, wie viel reinpasst. So eine ganze Flasche wahrscheinlich. Ist ganz schön kalt. Da können wir lange 10 Minuten arbeiten. Wegen der Viskosität, meinst du? So, jetzt lassen wir das noch kurz im Warmen. Ich glaube dann. Ja, ein Oberarm geht rein. Oh, also, jetzt spann mal einen Bizeps an. Ja, dann nicht mehr. Pass auf, sonst reiße ich das kaputt. Ach so, Entschuldigung. Nein, dann reiße ich das Guss kaputt, wenn ich meinen Bizeps. Ach so, weiß ich. Ja, das ist auch nur zum Clipsen, muss man auch sehr viel Kraft aufwenden. Oh, also ach. Also nicht gemacht. Zum mehrfachen Verwenden wahrscheinlich auch nicht geeignet, aber... Und hier stehen noch so Plastiknasen da weg. Also, und wenn man das alle 10 Minuten auffüllen muss... Oh, da? Die ganze Handschuhe ist ja kaputt. Mario, ich weiß ja nicht. Ja, wie ist das jetzt verriegelt? Dass es zu bleibt? Gar nicht. Ach so. Gar nicht. Es ist gar nicht. Es bleibt nur... Okay. Es ist halt eine Feder, ne? Ja, ich habe mir gedacht, dass es irgendwie verriegelt, so zur Sicherheit. Mhm, ja. Ah, hier ist Kettenspannung. Die können wir uns so lange ja mal anschauen. Ne? Die Kettenspannung? Ja. Machen wir mal auf mit dem Superwerkzeug hier. Mach mal auf die Nase. Und ich glaube, genau, der hat eine Feder drin, dass er sich automatisch spannt auf die richtige Spannung. Ne? Ja. Kann man die Kette dann überhaupt ganz ausbauen? Das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wenn man die ausbauen will. Ach doch, genau, das schauen wir uns jetzt mal an, weil die muss man ja auch schärfen können irgendwann. Das schauen wir uns doch gleich mal an hier. So, Deckel ab, jawohl. Ja. Genau, okay. Gut. Dann ist er damit eingesichert. Das heißt, die Kette könnte ich hier mit deiner Schärfmaschine. Mit der Schärfmaschine noch nacharbeiten, muss man ja auch ab und zu. Es steht kein Hersteller drauf, ich erkenne da nichts. Ja, die nachkaufen wird halt wahrscheinlich auch ein Problem werden. Bei Black & Decker wird man es schon kaufen können, hoffe ich mal.
Wobei, ich gehe mal davon aus, so ein Ding hält ein Leben lang, weil der, der sich sowas kauft, benutzt es nicht viel. Ja, es ist ja für den nicht gewerblichen ja. Bereich. So, einbauen. Den hier irgendwie wieder zurück. Ja, ich glaube, den brauchst du einfach nur runterdrücken, dann, wenn die Kette... Was kostet so ein Gerät eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Okay. Werde ich nachschauen. Unten einblenden. Ich glaube, das Ding ist gar nicht so teuer. Wie so eine elektrische Kettensäge. Die Dinger kosten ja nicht viel. Da ist ein E-Motor drin. Wobei ja elektrische Kettensägen schon manchmal auch ihren Sinn haben. Gerade wenn man im Gebäude oder so drin schneidet. Ja, wenn wir genau. Holz machen, dann machen wir nochmal nachschneiden. Dann ist das schon ganz praktisch im Gebäude, weil kein Lärm, keine Abgase. Nicht so viel Lärm, ja. Und ja. Vor allem die Abgase. Das schaut so. Jetzt richtig professionell aus, das was ich hier gemacht habe. Mag, glaube ich, nichts. Ich halte mal auf und du machst weiter. Ah. Genau. Wenn es ums Richten geht, darf ich wieder. Ist die Kette überhaupt jetzt richtig rum? Ja, warte mal, wenn sie es... Schau, hier. Da ist die Kettenrichtung. Dann läuft sie richtig rum. Perfekt. Hier ist ein Pfeil. Ja, trotzdem. Ist schon mal gar nicht schlecht. Also auch für Leute wie für uns gemacht. Okay, dann Blende wieder drauf. Muss das dafür aufgeklappt Nein, sein? Nein, passt. Also muss ich sagen, finde ich jetzt ganz nett, die Funktion, dass das hier automatisch spannt. Das ich stimmt, muss das ist bei der Kettensäge manchmal Problem. Da muss man halt immer nachspannen. Ja, genau. Ne? Na, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir es mal fest und dann sehen wir. Da kann ich auch verschiedene Schwertlängen drauf machen auf die Kettensäge. Genau. Und hier ist ja nur diese eine... Ja, es soll ja auch nicht zu fest gespannt sein. Vielleicht ist es mit der Feder wirklich ganz praktisch, dass das die richtige Stärke gleich hat. Hierfür. Okay. Wir sind hier in Sicherheit. Ja, das würde ich hoffen. Wunderbar. Gut, dann machen wir schon mal ins Öl einfüllen. Öl wird warm sein. Also Öl muss man normalerweise nicht vorwärmen. Wir haben hier nur minus wie viel? Bestimmt 15, 17 Grad hier draußen. Um es mal ein bisschen zu übertreiben, nee, aber es ist saukalt. Gefühlt, ja. Und da ist das Öl sonst so arg zähflüssig. So. Hast du unten aufgedreht? Ja, der ist offen. Okay. Und wie lassen wir das da reinfließen? Drücke ich das da rein oder wie machen wir das? Ja, und vor allem... Ich schau mal, den Kabelbinder vielleicht mal her. Und den? Dann kann ich mir erstmal das nochmal anschauen hier. Da ist so eine Gummilippe genau, drin. Da musst du wahrscheinlich durch. Durch, genau. Und ich schau mal, was das Handbuch sagt. Weil sie sagen auch nicht, wie viel Milliliter rein soll. Oder eine komplette Flasche vielleicht. Das wäre ja ganz praktisch. Okay, da sieht man jetzt schon die Flasche. Das ist natürlich nicht optimal gemacht. Vom Draufdrücken läuft schon oben wieder zurück. Reinfließen tut es auch nicht. Also ach irgendwas. Du Scheiße. Vielleicht soll man sie nur auch nur reinstecken und sie läuft von selber dann rein. Pass mal auf. Ja, dann können wir lang warten. Das läuft ja nicht mehr so von alleine rein. Verlängerungskabel ölen. Abbildung E. Wo ist E? A, B, C, D. E. Aha, sie zeigen, wie man die Flasche oben reinsteckt. Und sie schreiben, bevor das gehört erstmal, bla bla bla, dasselbe gilt alle 10 Minuten. Öffnen Sie die Abdeckung für die Ölmischung und setzen Sie die Tülle der Ölflasche in die Befüllöffnung ein. Drücken Sie dann einmal auf die Flasche, sodass Öl austritt. Abhängig von der Geschwindigkeit und Holzsorte genügt es alle 10 Minuten. Wurde zu viel Öl eingefüllt, tropft dieses im Bereich der Klauen aus dem Gerät. Dies ist normal und verlangt keine weiteren Maßnahmen. Ist ja noch nichts drin, schau dir die Flasche an. Ja, es fließt auch nicht rein. Also ich probiere es jetzt nochmal. Oder probier du doch mal. Ja, muss mal wieder ein Profi ran. Ja. Was hast du denn da gemacht? Ja, das ist, weil das da hinten rauskommt. So. Und einmal drücken. Genau, das fließt mehr oben raus wie unten. Schade, ich dachte jetzt... Achso, du meinst dabei durch den Gluckert's Unterdruck rein. Dann? Ja. Na, aber dann schauen wir mal. Eigentlich haben wir es jetzt so gemacht, wie es drin steht. Jetzt probieren wir halt mal, ob das so richtig war. Vielleicht aber ist es ja auch es schon voll. Es sind ja nur so ein paar nicht. Tröpfchen drin. Ich brauche ja, brauch ja eine Menge für zum Schneiden. Das muss ja ständig die Kette ölen. Na gut, man kann ja auch nur 10 Minuten schneiden damit. Also unglaublich schlecht, oder, diese Anleitung? So ölig vielleicht eine Nähmaschine, aber doch nicht eine Kettensäge. Gut, ich glaube, jetzt geht gar nicht mehr rein. Vielleicht ist es jetzt wirklich soweit voll. Jetzt mache ich mal den Deckel wieder zu. Ah, jetzt flutscht der Deckel auch besser bei so viel Öl. Oh, da könnte ich mich ja schon wieder aufregen. So. So muss man mal ausprobieren. Ja, dann. Was schneiden wir?
schon mal hier von der Überdachung. Meinst du, er schafft die Balken? Oder hier von Tisch. Vom Tisch? Genau, ich hol mal was. Ich hol mal ein Kabel. Ja. So, in der Zwischenzeit schauen wir uns mal an, was das Gerät kostet. Suchst immer noch Verlängerungskabel? Schlimm. Gut. Also in der Zwischenzeit habe ich schon ganz Amazon durchgelesen. Oh, neue Erkenntnisse zum Ölen? Nein, aber für den Preis. Ah. Und wir brauchen Schutzkleidung. Helm? Helm und Brille. Bringe ich mit. So, also die Rezensionen sind gar nicht so schlecht für das Gerät. Echt? Ja. Ja, immer sehr vorsichtig sein, was da gekauft ist vom Hersteller. Hm. Auch auf Amazon diese Rezensionen, ich traue denen ja überhaupt nicht. Was meinst du, was es kostet? Um die 100 Euro, 130, sowas vielleicht. 105 Euro. 105. Also 104,95. Ja. Mhm. So, Strom ist drauf. Machen wir einmal. Dann bin ich mal gespannt. Oh, okay. Unangenehm. Laut. Schauen wir mal, ob aber die Kette gut dreht. Gut so. Kette dreht nach innen, ja. Das, ja, muss ja. Dass er es reinzieht. So, wie bei der Kettensäge auch. Genau gleich. Ja, da bin ich mal gespannt. So. Das ist der Test normalerweise bei einer Kettensäge. Du siehst dann hier so einen Strich, dass das Öl flutscht. Aber hier passiert mir da eigentlich zu wenig. Aber geölt hat er. Es tropft nur hier raus. Ja gut, das kann aber von dem sein, was wir überschüssig eingefüllt haben. Ja. Aber geölt hat er schon. Mario, ich frage mich, was da überschüssig sein soll. Wir haben ja nichts eingefüllt. Ja doch, mit dem Kabelbinder habe ich was eingefüllt. 3 Tropfen. Ja dann schneiden wir mal ein Ästchen. Safety first. America first. Fertig? Ja, fertig. Tut, was sie soll. Schaut gar nicht so schlecht aus. Machen wir einen dünnen Streifen. Also, oh, ich bin jetzt überrascht. Das ist Schnittbild doch so ist ganz okay. Gut. Es ist ein ganz trockenes Holz. Siehst du ja? Ganz durchgetrocknet schon. Das ist ein Stück Brennholz. Frisches Holz lässt sich in der Regel einfacher schneiden. Ne? Heb du auch mal. Ja. Also schön ist auch, dass es wirklich nur mit 2 von den beiden Knöpfen geht. Also einen drücken bringt gar nichts. Man muss beide drücken, dass es funktioniert. Dass du auf keinen Fall da reinlangen kannst. Dass gar nichts passieren kann. Machen wir mal eine Live-Übung draußen am Ast. Baum. Am Baum. Ja. Dann brauchen wir bloß mal wieder Strom. Von deinen Eltern, der Obstbaum, den schönen, sollen wir den mal ein bisschen Äste wegschneiden? Boden eben. Mit einer Kabeltrommel arbeiten ist nicht immer das Einfachste. Man muss suchen, wo man den Strom herbekommt. Ja, von dem her ist zumindest eine Akkusäge oder eine Benzinmotorsäge oder Kettensäge natürlich schon besser, praktischer. Aber wer einen Garten hat, einen einfachen mit vielen Sträuchern, da könnte es ja okay sein. Ich habe hier noch eine Handsäge mit dabei. Sowas hier. Die sind ziemlich gut. Die haben hier Schneiden, damit kannst du unheimlich schnell Äste runtersägen. Dann einen Astteufel. Klar, der ist natürlich begrenzt, aber schafft auch einiges. Also da schauen wir mal, wie man so eine Motorsäge hier erstmal anschließen muss und alles, ob das überhaupt nötig ist. Dickere Äste wird die auf jeden Fall schaffen. Können wir mal messen. Mario hat einen Zollstock in der Hand. Ja, 5 Zentimeter, denke ich mal, würde ja, mit höchstens dem gut gehen. Ja. Während mit der haut man auch dickere runter und die, du kennst die Mario, oder die schneiden hier schon ziemlich gut. Was hier passiert, ist außerdem ein neues Projekt, verrate ich noch nicht. Aber hier werden wir mal ein bisschen testen mit diesem Black & Decker Alligator, mit einem normalen Astteufel und so einer Astschere. Wir suchen uns mal einen Ast aus, ungefähr gleiche Dicke. Ich würde sagen, der schaut doch schon gar nicht schlecht aus. Oder den hier, genau. Ich zwiege ihn mal mit dem hier durch. Magst du mit der Handsäge? Mache ich mit der Handsäge. Und dann stoppen wir doch auch mal die Zeit dann noch. Ah, da ja. Also das hier, gar kein Problem. Was haben wir hier für einen Durchmesser? Ich schätze 3 cm. Ich habe wieder meinen Meterstab. Messen wir wieder. Meterstab lügt nicht. 4 cm. 4 sogar. Gut. Dann hau du mal hier eine Scheibe runter mit der Säge. Und jetzt mal mit dem Alligator. Ich nehme dir mal die ab. Hau mal den durch. Aber klar, wir haben es ja gesehen, der
packt das sofort. Ja, aber habe ich jetzt schon gemerkt, jetzt sind die Holzspäne Richtung Gesicht. Das hebe ich ihn mal noch andersrum. Ja, trotzdem. Dadurch, dass er natürlich zurückläuft, ja, klar, ist dann normale Schutzkleidung natürlich schon praktisch. Ja, wir haben jetzt den Fehler gemacht, kein Helm, kein Gesichtsschutz, aber es ist jetzt nur hier ein kurzer Test. Jetzt gehen wir mal an einen dickeren, würde ich sagen. Sollen wir gleich mal den nehmen hier? Ja. Was wird der haben, Mario? Miss mal, oder ich? Ich schätze hier mal einen Durchmesser von guten 10. Messen wir gleich mal, wenn wir ihn abgesägt haben. Soll ich mal mit der Handsäge anfangen? Mit der Handsäge, mit der Schere kommen wir da nicht mehr weiter. Nee, Schere schafft es auf keinen Fall. Das stimmt, die schafft so maximal 5. Mario stoppt jetzt mal die Zeit. Ist ganz klar, dass die hier natürlich verlieren wird gegen so eine Kettensäge. Aber es geht ja auch darum, das Ding habe ich immer dabei, läuft ohne Strom. Für so ein Teil muss ich die Kabeltrommel rausholen, nochmal ein zusätzliches Kabel zwischen Kabeltrommel und dem Ding installieren. Das kostet schließlich auch alles Zeit. Das muss man mitrechnen. Also ich hau mir das Ding jetzt mal durch. Hat einen Durchmesser von so ungefähr 10 cm. Messen wir aber gleich nochmal. Schauen wir mal, wie lange ich hier mit so einer einfachen Handastsäge dafür brauche. Und okay. Los. Soll ich die Zeit jetzt stoppen oder machen wir weiter? Ich bin halb durch. Ja, das ist... Ach Mann! Das ist bitter. Da war ich zu gewalttätig. Man muss aber auch fairerweise sagen, bei 10 cm, da ist die Klinge jetzt auch schon fast zu klein, weil wahrscheinlich bist du da irgendwo hängen geblieben. Und das war jetzt einfach der Grund, weil vorne ist es auch verbogen, wie man jetzt sieht. Ich schau mal schnell, ob ich noch eine andere finde. Warte mal, vielleicht habe ich noch eine. Ich habe mir jetzt eine andere Säge besorgt hier, auch eine sehr schöne Astsäge. Die gefallen mir sehr gut. Die kann man außerdem hier spannen, so ist er einsatzbereit. Und dann wieder lösen, dann ist das Sägeblatt entspannt. Los! Sekunden. Ist doch gar nicht schlecht. Zeitlich sehr gut. So, jetzt messen wir mal den Durchmesser, was das Ding hier tatsächlich hat. Dann nimmst du den mittleren. Messen wir zweimal, sind wir bei 10 und hier sind wir bei 8, also 9 Zentimeter. 9 Zentimeter im Schnitt. Ja. Das ist nicht schlecht von der Zeit. Und man sieht, es ist auch ein ziemlich hartes Holz hier, die Holunder. Der Holunder, genau. Schönes Holz außerdem, gell? Ja. Weißt du, was ich immer schön machen kann? Finde ich Knöpfe. Das gefällt mir auch immer gut. Ist vielleicht mal ein neues Projekt. Ein Knopf? Knöpfe machen. Ja, für die großen Hosen kannst du große Knöpfe machen. So, jetzt der Alligator. Soll ich sägen? Kannst du, dann stoppe ich das auch. Also 10,45 Sekunden. 3, 2, 1, los. Sieben Sekunden. Also gar nicht mal so viel schneller. Ja, wobei deutlich weniger Kraftaufwand. Aber ich muss mal was dazu sagen. Dieses Kraftsparen und Zeitsparen und alles, das... Warum? Es macht ja auch Spaß, ja auch gut Bewegung zu haben draußen, oder? Ich schaue, dass ich hier möglichst wenig Arbeit habe, renne dann aber ins Sportstudio. Ja. Ist doch irgendwo doof. Und da mache ich dann diese Bewegung, die ich mir hier erspare. Ja, und man muss ja auch wirklich sagen, bis ich die Kabeltrommel hergerichtet habe, bis ich alles angesteckt habe. Ich meine, das mag in einem kleinen Grundstück mit 500 Quadratmeter vielleicht noch alles ganz gut handelbar sein, weil da habe ich eine Kabeltrommel und komme über das ganze Grundstück. Aber wie bei dir oder bei mir zu Hause mit mehreren tausend Quadratmeter, da ist man ja nur am Kabeltrommel verlängern. Deswegen bleibt eigentlich uns nur Handarbeit oder dann ein motorbetriebenes Gerät, um wirklich sinnvoll zu arbeiten. Genau. Aber eigentlich ist die Handsäge, wenn ich nicht gerade einen ganzen Baum ummache, sondern nur vereinzelte Äste, ist die Handsäge eigentlich das Beste. Auf der Leiter habe ich kein großes Gewicht dabei, ich kann es wohin hängen. Selbst wenn es runterfällt, macht es auch nichts. Die Handsäge, die hebe ich wieder auf.
Ja, also oder hier der Astteufel, von dem bin ich auch begeistert. Astschere. Super Ding. Zu Hause schneiden wir die Obstbäume auch nur mit dem oder einer Säge. Ja, ja. Ich nehme keine motorbetriebenen Geräte eigentlich her, weil man muss auch ehrlich sein, wenn ich, es franzt viel mehr. Das ist natürlich deutlich glatter. Mit Handsäge geschnitten. Und mal im Vergleich die Kettensäge. Man sieht hier deutlich ausgefranst. Also du hast es super zusammengefasst. Das Ding ist eigentlich nur was für kleine Gärten, für jemand, der Spaß an so einer Technik hat. Ich würde sagen, es ist nicht empfehlenswert. Ich würde deutlich vom Kauf abraten. Deutlich besser, wer einen Garten hat, sollte sich hier so eine Astschere bzw. Astteufel kaufen. Dann diese Sägen sind sehr gut, wenn man sie nicht kaputt macht, wie ich gerade. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen rabiat zu Werke gegangen hier. Ansonsten sind diese einfachen Sägen hier auch ganz super. Findet man auch immer wieder für 2, 3, 4 Euro auf dem Flohmarkt. Sowas ist wirklich ein tolles Werkzeug. Damals hat man sowas noch gebaut und stabil und kräftig und gut. Kein Kunststoff dran, ein Holzgriff und der Rest ist Metall. Lieber die Finger weg von so einem Spielzeug hier. Lieber hier ein ordentliches Werkzeug kaufen. Astschere, Säge, dann noch so eine Handastschere. Und da lieber ein bisschen mehr Geld ausgeben, als für so ein Spielzeug hier. Was machen wir mit der Schere hier? Sollen wir die verlosen? Vielleicht hat ja ein Zuschauer Interesse dran. Und also wer einen kleinen Garten hat, ein bisschen technikbegeistert ist und sowas gerne mag, für den ist es empfehlenswert. Ich würde sagen, ich verlose das Ding. Schreibt doch bitte unter das Video einen Kommentar, schreibt den Hashtag dazu, Hashtag Verlosung, und einer wird ihn dann gewinnen. Oder? So sehe ich das auch. So machen wir es. Das ist das Sinnvollste. Ja. Luzi. Ja, meine Katze läuft auch schon draußen rum. Luzi, komm mal hier. Ich hoffe, euch hat der kleine Test hier gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit dem Daumen rauf. Da freue ich mich immer sehr. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin sagt euer Selbstversorger Rigotti und Mario. Mario. Bis dahin. Ciao.